Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gina Trader Helpdesk. Und wir machen das Webinar ja immer mit Carsten Berger. Ich freue mich, dass er für uns heute die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Sled. Und dadurch, dass wir jetzt ein paar Minuten später gestartet haben, versuche ich das so schnell wie möglich hier durchzuboxen. Allerdings, da werde ich mir Zeit lassen, denn Risikohinweis ist wichtig und muss an der Stelle sein. Also dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event wie immer bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Okay, ich sehe schon im Chat sind schon einige Fragen und das ist auch gut so, denn das Webinar ist ja für Sie gedacht, also nutzen Sie die Gelegenheit, den Carsten entsprechend Fragen zu stellen. Also einen besseren Gina Trader Experten werden Sie nicht bekommen. Von daher nutzen Sie die Möglichkeit und dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin wie immer im Hintergrund. Danke, Nelson, für die Anmoderation. Bis später. Okay, Bildschirm übertragen. Wie immer muss ich den erst aussuchen. Dann nehmen wir den linken Bildschirm. Wunderbar, das funktioniert. Ich denke, ihr könnt mich auch hören. Ich sehe eure Fragen hier. Ich muss mir die noch ein bisschen größer ziehen. Wunderbar. Also, herzlich willkommen. Gina Trader Helpdesk. Wie immer, einmal im Monat treffen wir uns hier zusammen mit den Usern, die den Gina Trader benutzen und versuchen euch, sage ich mal, ein bisschen näher an die Plattform reinzubringen, ein bisschen mehr Richtung Profi zu schieben. Ich weiß, das ist nicht einfach. Und von daher freue ich mich, dass ihr mit dabei seid und ich die Möglichkeit habe, euch hier etwas mit auf den Weg zu geben. Die Bildschirmanzeige hat nicht die volle Größe, sagt Michael. Also mein Bildschirm ist nicht kleiner geworden, Micha, bin ich mir ganz sicher. Echt? Ich glaube, es war auf meinen Bildschirm bezogen. Ist jetzt alles gut. Ach so, alles klar. Okay, Risikohinweis hat der Nelson ja schon gemacht. Dem kann ich mich natürlich immer nur anschließen. Und die meisten kennen mich schon. Ich bin 53, von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, im Börsengeschäft schon seit 1992 und angefangen habe ich mit 18 Jahren schon in meinem Beruf, mich dafür zu interessieren. Ja, und ich war eigentlich immer auf der Suche nach einer Software, die mir Dinge erleichtert. Und wer es wahrscheinlich immer noch so macht, in Deutschland ist da eigentlich immer noch ein bisschen hinterher, seine eigenen Orders immer beim Broker manuell einzugeben und das nicht aus der Plattform zu haben. Das ist bei den klassischen Broker-Plattformen oft so, immer noch so. Der hat natürlich einen großen Vorteil mit dem Gina Trader und da er auch diese tolle Features hat, hat er natürlich auch wesentliche andere mehr Dinge, die er zu bieten hat. Und von daher ist es immer schön, dort mal ein Blatt aufzumachen und, sage ich mal, zu schauen, was der eigentlich so kann. So, da hat man auch wahrscheinlich überflogen, wer und was ich so bin. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Klar, das Webinar ist für euch da. Das heißt, eure Fragen bitte hier reingeben. Wenn es eine komplexe Frage ist, die ein technisches Problem hat, dann muss ich das nachfragen. Ich habe auch einen direkten Draht zur Gina Trader Abteilung und kann dort auch mal nachfragen. Geht dann vielleicht etwas schneller, als wenn man das über den Support macht. Mal gucken. Aber das kann es nicht versprechen. So, wenn keine Fragen sind, gehe ich halt immer noch nebenbei so ein paar Features durch. Wir hatten letzte Mal beim Webinar den Chart Toolbar, was alles so für den Chart zuständig ist, besprochen, sind da bis zur Hälfte gekommen und dann würden wir jetzt den Teil 2 quasi machen. Also wer den ersten Teil nicht gesehen hat, kann das natürlich in einer Aufzeichnung entweder bei mir auf der Homepage oder bei FX Flat ganz entspannt auf dem Sofa bei einer Tasse Tee noch, im Moment ist wieder ein bisschen kühler, genießen. So, wer noch nicht Kunde ist bei FX Flat und den Gina Trader gerne nutzen möchte oder ein Konto eröffnen möchte bei FX Flat, der kann sich meine Leistungen auch gerne mit einkaufen. Und zwar ist, wenn ihr über mich quasi ein Konto eröffnet oder ein Gina Trader Produkt kauft, dann bekommt ihr jeweils eine gratis Coaching-Stunde, die wir online 1:1 machen und zwar via Zoom. Ich kann auf euren Rechner schauen, ich kann sogar, wenn ihr das freigibt, auf euren Rechner zugreifen
und kann euch bei der Einrichtung des Agena Traders helfen. Ja, es kann aber auch Trading bezogen sein. Die einen oder anderen kennen ja auch meine Perlentaucher-Strategie-Webinare. Auch da kann ich euch gerne behilflich sein. Wenn jemand mein Coaching-Angebot annehmen sollte beim Perlentaucher-Bereich, dann kann natürlich auch diese Stunde dafür verwendet werden. Klar, ne? So, wenn man also hier auf meine Homepage geht und auf Leistungen und auf Services klickt, dann kommt man hier bei FX Flat auf die Seite, logischerweise. Und wenn man dort auf den Link klickt, ein Live-Konto eröffnet, dann bekommt man eine gratis Coaching-Stunde. Bitte meldet euch bei mir vorher via E-Mail, dass ihr das vorhabt. Dann weiß ich auch, okay, da ist jemand, der möchte das gerne machen, dann geht das euch nicht verloren. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich gerne mit mir, sage ich mal, via Skype austauschen oder via Zoom und da eine kostenlose Beratungsstunde antragen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Agena Trader Produkt, wahrscheinlich eher die Andromeda-Version, weil die ja mehr kann als die Mercury-Version. Auf den Shop-Button klicken und dann auch im Vorfeld wieder die E-Mail an mich schicken, dass ihr was vorhabt. Okay, dann schalten wir schon mal um. Ich hole den Agena Trader rüber. So sieht er aus. Ein Teil davon ist meine Handelsplattform, ist aber meine Testversion, in der ich selber mal Dinge ausprobiere für Kunden oder halt auch für unsere Gruppe, wo wir halt uns weiterentwickeln. Also nicht der vollwertige Handelsplatz, deswegen habe ich hier so einen Tab aufgerufen, Webinar FX Flat. Okay, dann schaue ich doch gleich mal rein, was es so an Fragen gibt. Die Petra fragt, hallo Carsten, gibt es eine Möglichkeit im Scanner im Agena Trader eine Spalte mit der Branche einzublenden? In der TWS ist das möglich. Ja. Den Infoindikator gefunden, der die Branche im Chart mit angibt. Petra, ja, das gibt es. Wäre ja auch gelacht, wenn das im Agena Trader nicht so ist. Wie kommt man also so eine Branchenspalte da rein? Zuerst muss man überhaupt entweder hier auf diesen Stift gehen, in diesem Scanner hier oben links. Dann seid ihr nämlich im Spaltenbearbeitungsmodus. Ja. Wer diesen Stift da oben nicht drin hat, findet natürlich immer einen zweiten Weg, wenn ihr mit rechts drauf klickt, in diese oberste Spalte, Spaltenbearbeiten. So. Wenn ihr da drin seid beim Spaltenbearbeiten, dann habt ihr natürlich eine riesen Auswahl. Und das ist natürlich klar, Petra, man findet nicht immer gleich das, was man braucht. Was du suchst, ist in dem Fall eine Information. Deswegen öffnest du das hier. So, und jetzt hast du natürlich Info gefunden. Info ist im Endeffekt Kommentar. Ich habe es bei mir Info genannt. Man kann es ja auch umbenennen. Das ist nicht, was du suchst eine Instrumenteigenschaft. Ja, kein Musikinstrument, sondern ein Anlageinstrument. Hier raufklicken, festhalten, nach rechts rüberziehen, dann kommt das Pluszeichen und loslassen. So, wenn man jetzt hier raufschaut, dann sieht man, okay, hier rechts sind die Eigenschaften von dem Indikator, der sich hier in der Mitte befindet. Der ist markiert. Und hier haben wir natürlich rechts dann in dem grau unterlegten Feld die Einstellungsmöglichkeiten. Das ist bei jedem Indikator so. Und jetzt ist es ja nicht die ISIN, die du suchst, sondern klicke einfach mal hier drauf. Und dann hast du hier dieses versteckte Häkchen und dann da drauf klicken, dann öffnet sich hier ein weiteres Auswahlmenü und du siehst schon auf Englisch hier unten Main Sektor, also Branche oder Detail Sektor. Das ist der Sektor, der im Endeffekt dann detailliert damit bei ist. Muss mal schauen, wenn man das dann hier reinnimmt und auf Bestätigen klickt, dann siehst du hier diese Instrumenteigenschaft und Detail Sektor und bei dir in der Spalte da oben. Wo ist er denn hin? Da. Da siehst du, muss ich mal ein bisschen größer machen, deswegen klicke ich mal auf OK. So, da siehst du das und dir fällt schon auf, wir sind Lücken drin. Und woran liegt das? Das sind die deutschen Werte. Ja, da kriegt man keine Informationen. Bei den amerikanischen Werten kann ich sagen, dass diese Information dann meistens gleich mit hineingeladen wird. Wenn ihr aber eine Order an die TWS sendet, meinetwegen, ihr würdet jetzt die Merck-Aktie kaufen wollen, und ihr sendet eine Order, ohne dass sie ausgeführt ist. Es reicht schon aus, dass einmal ein Sende, also ein Kauf
hingesendet wurde, dann übernimmt er von der TWS die Daten von der Merck und schreibt dann wahrscheinlich rein Pharma-Bereich. Das hat bei mir immer geklappt und dann bleibt das auch da drin, weil diese Information geht dann wohl zu dem Instrument in die Eigenschaften mit hinein und bleibt da drin. So ist es jedenfalls bei mir. Das ist ein bisschen mühselig, wenn man das mit allen Aktien macht. Im Moment ist es aber nicht anders zu handhaben. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen, Petra, und du kannst da deine Branchen jetzt in Zukunft mit reinnehmen. So, da haben wir nochmal die Petra. Aber das ist dann auch die letzte Frage von der Petra. Dann kommt nämlich schon der Tobias rein. Ich habe mir im Scanner, das ist das gleiche Thema, super. Wenn wir hier von Scanner sprechen oder Screener, dann ist das immer das gleiche, genauso wie eine Liste, ja, oder Watchlist oder so. Es ist diese Watchlist, ist eine Liste, also was von links oben nach unten quasi geht, wo die Instrumente drin stehen, nämlich die Symbole, die Aktien oder Futures, was immer ihr da habt, oder Forex. Dann ist das eine Liste, weil ich habe ja auch aufgeführt eine Liste, eine Instrumentliste. Gleichzeitig habe ich aber auch Signale da drin und Informationen. Also es ist auch ein Scanner und ein Screener. Ja, also da werden verschiedene Vokabulare verwendet. Ihr findet euch immer links dann im Chart und habt dort halt, sage ich mal, wisst ihr, das ist die Liste, Scanner oder Screener. So, da hat sie eine Spalte Kommentar eingerichtet. Kann ich diese Spalte auch zweimal im Scanner darstellen und zwei verschiedene Informationen zu unterschiedlichen Bereichen dort notieren? Wäre eine tolle Feature-Funktion, ist aber, glaube ich, nicht so. Habe ich nämlich selber noch nicht probiert. Wir fragen das einfach mal. Wir haben ja eine Kommentarspalte, also wieder mit den Stift da oben oder anderen Weg dahin finden. Und das ist die Kommentarspalte. Wir machen die einmal da hinein, wir machen sie zweimal hinein. So, ja, bestätigen. Jetzt haben wir zweimal die drin und du wirst sehen, das glaube ich, es stehen beides mal dieselben Informationen drin. Warum das so ist, kann ich dir auch sagen, also es geht nicht. Bei Tools, Einstellungen, Instrument Escort hast du einfach hier die Details zu jedem Instrument. Und wenn ich mir jetzt hier meinetwegen die Run-Aktie aussuche, ja, so, dann habe ich hier diese Informationen. Und du siehst, hier sind Sektor und Sparte vermerkt, die du dann abrufst und hier unten drunter ist der Kommentar. Und wenn du hier was reinschreibst, dann bleibt das auch hier drin bei dem Instrument und da gibt es halt nur eine Kommentarspalte. Also das geht nicht. So. Das haben wir. Ja, gerne, Tobias, logischerweise. Das ist ja auch ein super Format, weil es geht manchmal schneller als beim Support. Deswegen deine Frage, wie kann ich im Margina Trader automatisch Break-Even ziehen einstellen? Das kann ich dir beantworten, kommt gleich. Und die zweite Frage, die du hast, ich hätte gerne lange Kerzen mit wenig Volumen markiert. Das wäre eine Condition, die mich interessiert. Bitte lange Kerzen mit wenig Volumen. Okay. Ich persönlich arbeite seit 8 Monaten im Trading ein und liebe den Agina mehr und mehr. Danke. Okay, Tobias, die zweite Frage ist ja natürlich eine komplexere Sache, weil da müsste ich hier die Condition zusammenklicken. Darauf werde ich jetzt erstmal nicht eingehen. Vielleicht wendest du dich nochmal per ja, E-Mail an mich einfach und ich glaube, das ist, habe ich sogar schon im Repertoire. Müsste das aber jetzt suchen und schick mir eine E-Mail. Ich werde dir wahrscheinlich dann relativ schnell die Bausteine dafür schicken können, dass du die Condition hinbekommst. Wie kann ich im Margina Trader automatisch Break-Even ziehen? Das ist eine Funktion, die holst du dir aus dem Setup Escort. Ja? Setup Escort findest du hier oben rechts, Quatsch, links bei Strategien. Draufklicken und du siehst den Setup Escort. So. Öffnen wir den. Da kommt er. Und es gibt immer Sessions, nennt man das. Das ist hier die Standard. Man kann auch eine hier reinschreiben. Dann hätte man eine separate für sich selbst, zum Beispiel testen, ausprobieren, üben oder so. Dann verhunzt man sich nicht gleich, sage ich mal, so ein Standardding. So, klickt man auf Standard, dann öffnet sich im Endeffekt der Setup Escort unter dem Ordner Standard. Legt man einen anderen an, hat man halt so einen Ordner üben. So, und alles, was in dem Ordner Standard drin ist, kann ich halt hier ankreuzen.
und aktivieren. Also wenn ihr Signale habt, die ihr selbst geschrieben habt, Tobias, für dich die langen Kerzen und das Volumen, dann würde das Ding als Condition hier auftauchen. Und ihr seht, ich habe kaum Haken hier drin. Das heißt, die würde ich gar nicht verwenden. Das sind eine Menge, da sind ja ab Werken viele drin. Guckt mal hier beim Perlentaucher-Tool habe ich ganz viele Conditions drin für meine Outperformer-Erkennung und so weiter und so fort. Und die brauche ich ja vielleicht gar nicht hier im Webinar. Deswegen sind da keine Haken gesetzt. Ja, schaut euch das genau an, was ihr braucht und setzt dort den Haken. Jetzt nehme ich mal hier einfach vom Gilbert den 8-Train, was immer das ist. Also den 8er Durchschnitt weiß ich, könntet ihr euch wahrscheinlich auch denken. Und aktiviere den, damit wir eine Condition haben. Auf der rechten Seite sind Stops und Escorts. Auch nur die könnt ihr auswählen für eine automatisierte Nachführung, wo die Haken sitzen. Ja. Habt ihr den Haken nicht da, könnt ihr den später auch bei den Orders nicht einsetzen. Also am Anfang würde ich empfehlen, alle Haken zu setzen, damit ihr schön viel probieren könnt und die nicht immer sucht. Selbes bei Targets, alle Haken rein, könnt ihr probieren. Keine Haken drin, kommen die bei der Auswahl später nicht, auch bei den Einstellungen dann nicht zum Vorschein. Okay, das, was wir brauchen, haben wir gemacht. Gehen wir in die Konfiguration. So, Konfiguration, hier oben ist er, A-Train. Markiere ich das Ding, dann könnte ich ja hier jetzt einstellen, was ich für entsprechende Escorts und Stops haben möchte. Interessiert mich aber gar nicht. Ich gehe eine Stufe weiter, Parameter. Und jetzt muss ich mir bei Entry Escorts hier gucken, wo ist A-Train? Wenn ihr eine Condition, in dem Fall A-Train, neu übernommen habt, müsst ihr mit der Maus dort reinklicken, damit ihr sie findet. Weil ihr habt gesehen, erst als ich reingeklickt habe, ist die dann hier erschienen. So, markieren, jetzt seid ihr angekommen. Was markiert ist, dieses Prinzip gilt immer, kann man rechts einstellen. In dem Fall dem grau unterlegten Feld. Und hier oben findest du schon die Worte Break Even. Ne? Also, das ist hier deine Einstellungssache. Und zwar kannst du hier einstellen Break Even after N Risk zum Beispiel. Also das Risiko. Kurz erklärt, Einstiegsorder und Stop-Order. Dieser Abstand ist ein Risiko als Beispiel. Und da kannst du einstellen, wie viel Risiko du quasi dem Kurs aufschlägst. Weil es bist bei 100 rein, 105. Wenn er bei 105 drin ist und du hast den Stop bei 95 gesetzt, dann wäre das ein R-Risiko. Und wenn der Kurs bei 105 ist, du also mit 5 Dollar, 5 Euro im Gewinn wärst, würde der Kurs automatisch auf Break-Even ziehen. Ja, also würde ich jetzt hier einschreiben, zum Beispiel ein R, ein Risiko. Jetzt kann man aber auch sagen, klickt mal da rein, dann habe ich noch andere Auswahlmöglichkeiten, und zwar Ticks, ATR, also Average True Range oder Prozent. Ich kann auch sagen, wenn der Kurs 5% im Gewinn ist, dann zieh bitte nach. Ja? Kleiner Tipp von mir, aus langjähriger Erfahrung und Backtesting, bitte Break-Even-Stops immer mit Bedacht verwenden. Ja, rein aus der Markttechnik heraus gesehen, zum Beispiel ziehen viele Trader den Kurs auf Break-Even, wenn der Markt letztendlich, wenn sie einen Trend handeln wollen, in die Korrektur geht und werden dann ausgestoppt an dem Punkt, wo der Markt meistens wieder dreht. Also vorher Gedanken machen über die Strategie und am besten vielleicht auch in dem, wie heißt er nochmal, Replay Manager, genau, Imagina Trader live testen. Wer jetzt dabei ist bei dem Webinar und sucht diese Funktion und findet die nicht, der hat vielleicht die Mercury-Version. Das ist hier die Andromeda-Version, auch wenn bei mir Galaxy oben steht. Das ist nicht der Fall, es ist die Andromeda. Aber ich habe bei sehr viele Freischaltungen hier, die es halt in dem Fall in der Andromeda-Version enthalten sind. Ja. Also, ich glaube, Tobias, damit bist du angekommen bei deinen Break-Even-Einstellungen. Da hoffe ich, konnte ich dir weiterhelfen. Jetzt die zweite Frage mit der Condition haben wir auch geklärt. Hallo Carsten, freue mich. Seine Frage bezieht sich auf den Datenfeed. Auch immer ein großes Thema, was Agina Trader betrifft, weil ohne Daten sieht man nichts im Chart. Ja? Also andere Plattformen haben ja gratis Live-Kurse. Es gibt ja auch große Trading-Plattformen, die auch Daten, sage ich mal, Charts super darstellen. Im Agina Trader braucht man einen Datenfeed. Und der Carsten nutzt hier den Taipan-Datenfeed. Und wenn er dort Live-Daten hat,
dann die Verbindung über die TWS aufmache, werden alle Daten über IB geholt. Diese bieten ja leider nur 100 Instrumente an und meckert dann. Genau. Ja, es ist, IB ist kein, also wer die TWS ist, also FX Flat natürlich genauso, diese Verbindung herstellt, ist natürlich kein Datenfeed-Anbieter, sondern unterstützt das. Deswegen gibt er nur 100 Historien frei und wenn diese vollgelaufen sind, diese 100 Historien, dann macht ja einen 10-Minuten-Block, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Zeit noch aktuell ist, das ist mein letzter Stand. Und da muss man halt 10 Minuten warten. Das ist halt, da sage ich mal, für 100 Werte ein bisschen mühselig. Okay. Na klar, und jetzt kommt Carsten quasi in diese Bredouille und hat Taipan gleichzeitig mit der TWS an. Und er hat quasi das Problem, dass der Arjuna Trader ja erkennen muss, wo kriege ich die Daten her und wo schicke ich meine Order hin. Also muss ich eins definieren, und zwar, wer ist mein Datenfeed-Anbieter und wo soll er die Orders hingeben? Ja, bei CFDs ist das anders. Ja, FX Flat bietet auch sehr gute CFDs an. Da kommen die Kursdaten ja von den FX Flat, ja, vom Broker. Und dann ist ein Broker Datenfeed-Anbieter und letztendlich auch, sag ich mal, derjenige, der die Orders auffängt. Wenn man einen externen Datenfeed-Anbieter hat, wie Taipan, dann ist das natürlich so, dass die von extern kommen und die Orders natürlich nicht zum Datenfeed-Anbieter wandern, sondern zum Broker gefälligst. Also, wie geht das? Wir schauen mal auf Tools, Einstellungen, Kontoverbindung. So, ihr seht auch hier, habe ich mehrere Dinge und zwar mein Broker, ein Teil davon, auch Taipan, Xtickall von Arjuna Trader, Teletrader ist das in dem Fall als Datenfeed-Anbieter und ein SIM-Account. Also mehrere Konten letztendlich, die ich da jetzt hier in diesem Test, mein Tester Arjuna Trader drin habe. Und ich muss halt ganz klar definieren. Man sieht hier, ich habe CAP als Datenfeed-Anbieter und als Broker drin. Das ist wahrscheinlich bei dir so der Fall, Carsten. Aber Datenfeed-Anbieter rein, den Haken nur bei Taipan für Datenfeed. Das heißt, du musst jetzt definieren, unter Datenfeed zum Beispiel, was du da nimmst. Und da sind die Einstellungen wichtig. Hier bei Taipan, wenn du jetzt zum Beispiel Aktien handelst, dann nimmst du Stocks oder Währungen, Futures und Index. Und CFDs, meinetwegen, beziehe ich hier über die TWS zum Beispiel. Wir haben auch eigene, aber ich habe auch eigene Kursdaten dafür. Also dazu separieren, zu sagen, ja, ich will die Stocks letztendlich von Taipan beziehen als Datenfeed. Ne? Das muss hier drin stehen. Aber als Konto nachher, das ist nämlich die Broker-Entscheidung, da stelle ich dann ein, was dahin geht. Ja? Das ist wichtig. Und der erste Schritt dazu ist in dem Fall die Broker-Anbindung anzuhaken und den Datenfeed. Ich kann beides anhaken. In dem Fall solltest du nicht machen, wenn du das nicht so separieren möchtest. Also wichtig ist das, dass du dann hier bei Datenfeeds separierst, dass die Stocks letztendlich dahin gehen. Und ich habe hier, siehst du ja, die Daten, die ich von der TWS beziehe, also bei dir IB oder FX Flat, die habe ich nur die CFDs. Und wenn, das muss separiert werden. Wenn beides Aktiendaten fließen, weiß der Junior Trader nicht, na, wo soll ich ihn jetzt hinschicken und wo kriege ich die Daten her? Ne? Deshalb wichtig, einfach zu sagen, okay, ich stelle mir hier meine Aktien-Futures ein, die ich halt brauche, die ich handeln möchte, aber meine Kursdaten beziehe ich dann, drücke ich halt raus. Ne? Also hier raufklicken, kann man die auswählen, warum will er nicht? Okay, weil sie noch, weil ich noch verbunden bin, muss man alle trennen. So, dann kann ich hier auswählen, wen ich haben möchte. Ne? Also, wenn du über IB deine Daten beziehen möchtest, dann wähle die bitte hier aus und die dürfen nicht die gleichen sein wie bei Taipan. Ne? Das ist, glaube ich, schon alles. Und wenn du die Einstellung vorher schon gut gemacht hast, dann ist es einfacher zu sagen, okay, Datenfeed-Anbieter und Broker sind getrennt und du nimmst den Datenfeed hier einfach raus, weil IB, dann kommst du hier gar nicht ins Gehege. Ja, musst du sehen, was du für Dinge benötigst. So, damit hoffe ich, dass ich, habe ich den Carsten auch Genüge getan.
und schaue mal, was der Michael, ja, hallo Michael, ich freue mich immer, dass du dabei bist. Auch du trägst immer eine Menge dazu bei, dass es hier gute Fragen gibt. Kannst du mal das Zusammenspiel von statischen und dynamischen Listen erklären? Habe da Probleme mit dem Anhaken der MT5-Listen. MT5-Liste stecke ich noch nicht so tief drin, zeigt mir die Anhakung nicht gleich an. Okay. Ich arbeite selbst auch in meinem Tool natürlich mit statischen Listen und dynamischen Listen eher weniger. Okay. Wo sind wir überhaupt zu Hause, wenn es um Listen geht? Liste ist ja das, was ich hier sehe auf der linken Seite, in dem Fall im Screener. Da stehen jetzt irgendwelche Aktien drin, die ich halt wahllos mal im Rahmen meines Webinars eingegeben habe. Aber wo ist die zentrale Schaltstelle für Listen? Also, die finden wir bei Tools, Einstellungen, Instrument Escort und Instrument Listen. So, hier kann man zum Beispiel eine Liste anlegen, ne? Also hier habe ich endlose Listen drin. Ihr seht batteriebezogene Aktien. Wir haben alles sehr nach Branchen geordnet. Baukonzern, Diabetes und hast du nicht gesehen, sämtliche Branchen drin. Das ist im Algina Trader nicht ab Werk, sondern das machen wir in unserer Gruppe und vergleichen halt dann, sage ich mal, Thementrends mit normalen hergebrachten Branchen und suchen uns dann die besten Aktien. Aber ihr könnt ja auch eine eigene Liste angeben, zum Beispiel eine Testliste. Ja, dann gebt ihr einfach hier irgendwas ein. So. Perfekt. Und man kann hier, letztendlich wäre das ein Blatt Papier, eine Liste. Und wo packt ihr die rein? In eure Liste üben zum Beispiel. Also den Ordner. Ne? Damit es ordentlich ist. Also diese Liste teste ist in dem Ordner üben drin. So. Und dann sucht ihr euch meinetwegen ersten Wert aus. Daimler zum Beispiel. Festhalten, rüberziehen und speichern. Also für Sachen, wenn man das aus der Zeitung hat, als Anlagetipp aus dem Internet oder whatever, speichert das ab. Und was ihr jetzt erstellt habt, ist eine statische Liste. Ja, es gibt drei verschiedene Arten von Listen. In dem Fall ist es die statische und die am häufigsten verwendete Liste. Also statische Liste. Zentrale Schaltstelle, Instrument Escort, Instrument Listen. Für eigene Anlage von Listen. So, und ihr seht schon auf der linken Seite, wer schon wieder weitergeschaut hat, der sieht hier dynamische Listen. Und der sieht hier End of Day Screener Presets. Das sind auch im Endeffekt Listen. Und hier sind die statischen Listen. Wenn ich auf statische Liste gehe, dann seht ihr, was hier alles drin ist. Und ihr seht, diese Ordner, wo ich vorher hier über reingeschrieben habe, bei Testen, das sind dann meine. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hallo, Trader Coach, Trends. Und wir haben hier die entsprechenden, meinetwegen bei 5G, machen wir es auf und haben dort die Aktien, die halt da die großen Player sind, zum Beispiel als 5G-Tech. Und so setze ich das fort. Das sind statische Listen, die habe ich alle manuell angelegt. So, dynamische Listen sind letztendlich Listen. Wenn ich das aufmache, sehe ich auch, was das Ding kann. So, das sind die hier. Und dann sehe ich hier Channel, Channel Down. Alles sind charttechnische Formationen. Und diese charttechnischen Formationen sind natürlich immer variabel. Die verändern sich ja mit der Zeit. Eine statische Liste bleibt so, bis ich sage, nö, die Daimler will ich da nicht mehr drin sehen in meiner Watchliste. Watchliste auch eine statische, schmeiße ich mal raus. In dem Fall ist es anders. Denn hier mache ich jetzt mein Ding auf und sehe Aktien, die in einem Channel sind, also einem Kanal. Ja? Charttechnischen Kanal. Und dann sieht man ja Aktien. Und logischerweise ist diese Aktie ja veränderbarlich oder veränderbar, also dynamisch. Weil die Chartformation kann ja in 4 Wochen schon wieder passé sein und kommen wieder andere rein. Und diese Information wird aus dem Internet abgegriffen und zieht sich quasi die Werte da raus und hat diese dann dort abgelegt. Also die ist veränderbar. Also kann ich aber auch diese dynamischen Listen nutzen und die zum Beispiel in einen Screener hier reinladen. Ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn wir jetzt hier eine Liste haben, dann könnte ich ja jetzt hier sagen, ja, die Liste ist zwar interessant, die ich hier drin habe, aber ich möchte mal eine andere Liste reinladen. Dann gehe ich hier, ich sage zu meinen Leuten immer hier Zeitungspapier, damit man diese Button
merken kann, visualisiert die euch, macht die komisch, damit ihr die gleich findet. Also hier Zeitungspapier. Dann geht das hier auf. Ja? Und dann seht ihr, hier ist schon genau unterteilt die drei Kategorien von Listen, die ich eben beschrieben habe. Statische Liste, da sind alle meine. Es gibt aber auch die unsortierten, die werden die meisten kennen, vom Margina Trader ab Werk, verschiedene Listen. Und wenn ihr die TWS-Listen alle von CFDs zum Beispiel runterladet, dann habt ihr eine Endlosliste. Und um dies zu vermeiden, habe ich halt meine eigenen in Ordner gelegt, damit das alles schön kategorisch immer abläuft. Und ich aktualisiere halt immer die entsprechenden Indizes. Ja, da habe ich auch einen eigenen Namen vergeben, damit die nicht von Agina Trader beim Mapping überschrieben werden. Ja, das heißt, ich habe immer die aktuellen, bei uns ist der Stand in der Gruppe der 1.4., schickt da immer Pakete raus an die Leute und die haben damit immer die aktuellen Indexzusammensetzungen. So, wer also damit Probleme hat, kann mir gerne auch eine E-Mail schicken. Dem schicke ich auch gerne mal ein Add-on oder ein Paket zu mit den aktuellen Listen. Einfach das Paket draufladen und ihr habt die aktuellen Listen drauf. So, dann schauen wir mal, was die statischen Listen bewirken. Also wenn ich jetzt hier raufgehe, Trends 5G Tech und mache jetzt hier einen Haken. Das ist nämlich der Haken, den der Michael meint. Es sitzt ein Haken. Und wenn ich diese angehakt habe, lädt sich diese Liste zusätzlich zu dieser anderen Sache damit hinein. Nehme ich den Haken wieder raus, schwupps, dann ist die alte Liste wieder da, aber die 5G Tech Werte sind draußen. Und so kann ich halt ganz entspannt in einem Scanner, den ich erstellt habe, auch verschiedene Dinge einfach mal so durchscreenen. Ja? So, und jetzt schauen wir mal, was er meint in den dynamischen Listen. Mache ich eine dynamische Liste, habe ich hier einen Channel und gehe mal auf Channel, dann lädt er mir die hier rein. Und so sollte es sein. Macht er auch, ne? Extern. Also alles, was jetzt hier kanalmäßig ist, gibt ja noch viel mehr, müsst ihr euch mal anschauen, lädt er dort hinein. Funktioniert. Ja? Und bei dir im MT5 geht halt der Haken nicht mehr raus. Jetzt schauen wir mal, ob die wieder weggehen. Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein MT5-Problem. Du siehst, ich kann hier eine Liste reinladen. Jetzt habe ich noch einen Channel Up drin und die geht nicht mehr raus. Dann weiß ich nicht, ob es am Datenfeed liegt. Michael, ich glaube, du hast wieder einen Bug gefunden. Kannst du mir kurz reinschreiben, ob du das schon angefragt hast? Wenn nicht, mache ich das. Das ist ganz interessant, warum die dann nicht mehr rausgehen. Interessiert mich selbst auch. So, also gelernt habt ihr jetzt, wenn ihr das gesehen habt, auf jeden Fall, dass man Listen im Endeffekt reinladen kann. Und zwar, wer weiß es, Zeitungspapier mit diesem Button, in dem Fall statische Listen. Und wenn ihr dann darauf geht, dann müsste man sehen, immer die Haken gesetzt. Wenn man aufräumen will, muss man die Haken wieder rausnehmen, damit die Werte rausgehen. Und wir hatten eine dynamische Liste bei Channel. Und wenn ich die jetzt anhake und mache sie raus, geht der Wert nicht raus. Sieht man, die Aktien bleiben drin. Weiß nicht, ob das gewollt ist von der Software. Werde ich auf jeden Fall mal anfragen. Interessiert mich selbst auch. Danke für den Hinweis, Micha. Okay, dann nochmal von Micha. Funktioniert es? Habe ich noch nicht reklamiert. Okay. Super. So, wenn ihr noch Fragen habt, immer los damit. Bin gerne bereit, dann noch Fragen zu beantworten. Ansonsten mache ich hier gerne nochmal weiter mit dem Chart-Toolbar. So nennt sich das Ding. Wenn die Maus nicht im Chart ist, ist er weg. Und wenn ich die Maus in den Chart hole, dann kommt das Ding oben reingefahren. Und ich muss mal kurz gucken. Ich habe mir das notiert, wo das war, wo wir das letzte Mal waren, damit Teile sich nicht überschneiden. Wir waren letzte Mal an dieser wundervollen Position hier. Und zwar Bar Timer. So. Bis dahin hatte ich alles soweit erklärt. Als Hinweis muss ich immer geben, wer jetzt da oben mit erstaunten Augen auf diesen Toolbar schaut und sagt, Mensch, irgendwie fehlen mir da die Hälfte der Buttons. Keine Angst, die sind bei euch nicht weg, sondern mit der Maus ans Ende gehen. Dieses kleine Pfeilchen hier mal anklicken. Add und Remove Commands. Und ihr seht, ihr könnt wieder mal das Hakenprinzip anwenden. Und dann habt ihr hier die ganzen Angehakten natürlich auch im Chart-Toolbar. Also wenn ihr, ich empfehle immer Übersicht und Struktur und Effektivität. Das heißt, die Dinge, die ihr nicht braucht, bitte rausschmeißen. Also wenn ihr nie mit Optionen handelt, warum Option Chain drin haben?
Ja, wenn ihr nie rein und raus zoomt mit diesem Button, warum diesen Button da drin haben? Kannst du auch mit der Maustaste, mit der Maus Rad machen. Ja, also einfach mal hinterfragen, was braucht ihr, was ihr nicht braucht, schmeißt einfach raus, dann könnt ihr ja wieder anhaken, dann seht das auch wieder. Ja. So, dann schauen wir doch mal hier. Bartimer. Was ist der Bartimer? Das ist das Ding hier rechts unten. Der hat halt eine bestimmte Zeitfolge, in dem Fall ist es der Tag. Dann kann man halt da sehen, wann die entsprechende Periode zeitlich abgelaufen ist. Also ein 5-Minuten-Bar würde dann hier zulaufen. Ich schalte mal kurz hier um. Ich bin jetzt beim ETF drin, das ist natürlich doof, da habe ich keine Kurse. Aber hier müsste das ja funktionieren. Man sieht, dass oben Tagesschart und der ist dreiviertel vollgelaufen. Hier sieht man die Stunde, die ist bis dahin vollgelaufen. Man kann sich hier auch verschiedene Modi einstellen. Also auch eine Zeit ab Rücklauf zum Beispiel bis zum nächsten Wechsel der Periode einstellen. Mir reicht das so, kann man aber machen. Und man kann natürlich hier auch die Position verändern. Ja, oben links, keine Ahnung wo, Text zum Beispiel, wenn ihr Text machen, seht ihr, dann ist hier die Zeit mit drin. Ja, also ich brauche das nicht hier, die Stundenzahl. Wer es mag, kann es gerne reinmachen. Okay, dann haben wir dieses kleine Fältchen schon abgehakt. Dann kommt hier dieser hier. Wechsel in den außerbörslichen Modus. Ist immer Datenfeeder-Anbieter abhängig. Bedeutet im Endeffekt, Nasdaq fängt so, ich glaube, 2 Stunden vorher an. Kann man sich die Kurse von den meistgehandelten Werten dann anzeigen lassen, wo dann halt, sag ich mal, im Intraday-Chart letztendlich die Kurse schon angezeigt werden. Das erfolgt dann auch mit einer farblichen Veränderung. Also wer vorbörslich schon was Daten abgreifen kann bei seinem Datenfeed-Anbieter, ich brauche das persönlich für meinen Handelsstil nicht, der kann das hier einschalten oder halt auch ausschalten. Ja. So, eine ganz, ganz wichtige Seite für alle, die sich wirklich eine Plattform mit Imagina Trader, einen Handelsplatz erstellt haben, den sie behalten wollen. Da empfehle ich, dieses ganz, ganz wichtig zu beachten. Speichert euch eure Einstellungen ab. Es gibt nichts Schlimmeres und ich habe schon viele Kunden gehabt, die haben gesagt, Mensch, kannst du mir irgendwie helfen? Mein Handelsplatz ist futsch nach dem Update oder nach dem Wechsel vom Rechner. Es gibt mehrere Speicherebenen, dazu mache ich auch noch mal gerne ein Webinar, wie man sich das absichern kann, vom Backup bis zur Chartvorlage. Ganz, ganz wichtig zu wissen, wie man da am besten vorgeht. Ich habe viele Plattformen wiederherstellen können, nur über diese Listchartgruppe. Ja, das ist ein tolles Element. Wer das gut speichert und gut sortiert, ne, der kann natürlich seinen Arbeitsplatz relativ einfach wiederherstellen. Also hier raufklicken, dann ist man bei den verschiedenen Speichervorlagen, Templates nennt man das auch. Und man kann ja auch einen Chart hinzufügen. Ja, dann klicke ich hier drauf, habe ich 4. Wenn ich wieder einen weg habe, dann gehe ich auf Chart löschen. Und wenn ich mit der Maus drüber hover, dann wird das rot unterlegt ein bisschen. Ihr seht das, welchen ich wieder weg haben will. Ich nehme den oben rechts oder den unten links. Welcher ist der unten rechts? Stunde weg. Jetzt hat sich mein Chartbild verändert. Ne, war ja vorher irgendwie anders, kann man da auch wieder einstellen. Gehe ich da oben rauf. Chart Container Style. Ne, da sieht man schön die Quadrate, wie das aussehen soll. Und man will es ja auch schön haben im Chart. Dann suche ich mir das wieder aus, wie das aussah. Und ich glaube, es war so auf Top. Und schwupps, sieht es wieder so aus. Kann man also mit diesem Feld auch machen. So, das war alles fürs Design, für die Optik. Jetzt ein bisschen was fürs Ausdrucken. Ja, wenn man Chartgruppe drucken möchte, ich habe da noch nie drauf gedrückt, ich weiß gar nicht, was da alles gedrückt wird. Ob jetzt die ganzen Aktien, die da drin sind, würde ich beim Russell 2000 dann vielleicht nicht machen, die 2000 DIN A4 Blätter. Wer das gerne mal ausprobieren möchte, ich drücke jetzt mal nicht auf. Chartgruppe List drücken, da sieht man auch. Chartgruppe drücken oder die Liste nur drücken. Ja, probiert es mal aus, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. In jedem Fall weiß ich, dass da irgendwas gedruckt wird. Als Bild speichern ist auch nett. Könnt ihr natürlich einfach einen Namen vergeben und dieses Bild für euer Trading Diary extern oder intern einfach benutzen oder zum Weiterschicken von Tipps oder so. So, was haben wir da noch? So, das war das Schöne an der Sache. Das ist aber alles nicht so wichtig. Das ist nur für die Optik.
Aber wenn ihr fertig seid, könnt ihr hier noch den Public-Modus ein- oder ausschalten. Das sieht man jetzt nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich in meiner Gruppe Trades poste, dann möchte ich ja nicht immer, dass sie die Kontogröße sehen und die Stückzahlen. Reicht ja, wenn sie sehen, wo ich eingestiegen bin und wo ich aussteige und wo meine Stops hinkommen, wenn sie hinkommen. Das kann man hier einmal ausstellen und dann hat man quasi in der Stückzahl, in der Anzahl, in dem Betrag, im Gewinn, ein X drin stehen, glaube ich. Das ist, ja, das ist einfach nicht erkennbar. Ne? Also wird wahrscheinlich nicht so häufig genutzt, aber wenn ihr was weiterschicken wollt bei Facebook oder so, dann wäre das vielleicht mal, sage ich mal, ganz ratsam. Man kann ja dann noch einstellen, ob man das nur für den aktuellen Chart haben will oder für alle Charts. So, dann haben wir noch eins da drunter. Wo ist jetzt das Ding hin? Ne, wir sind da weiter. Ja, das springt quasi um. Public Modus hat er denn noch eine eigene Schaltfläche? Interessant. So, nehme ich jetzt mal raus. So, und darunter kommt eigentlich das Herzstück, was ich meinte, hier Vorlage, Templates. Immer, da kann man was laden, was man erstellt hat, logischerweise. Klickt man da drauf, hat man hier so ein Dropdown-Feld und da seht ihr eben, ja, was ich alles für mit PT für Vorlagen habe, aber auch diese ab Werk gelieferten Vorlagen, die AT schon mit reingepackt hat. Also da findet ihr alles an Vorlagen. Und zwar in dem Fall, mal wieder weg, dann wieder rauf, Vorlage, laden. So, das ist die List-Chart-Gruppe. So, speichern ist auch wichtig. Ja, einfach gucken. Entweder, wenn ihr schon was eine Vorlage habt, dort zu speichern, dann einfach anklicken und sagt, okay, mache ich jetzt mal nicht, sonst überschreibe ich was. Also, wenn ihr was schön gemacht habt, den Chart so habt, wie ihr ihn wollt, speichert ihn bitte ab. Da könnt ihr diesen Button für nutzen. Als Standard speichern heißt dann, das sieht für euch alle so aus. Ja, oder entfernen kann man auch Sachen machen. Also speichern und dann noch mit Namensvergabe, dann mit neu anzulegen. Macht das bitte systematisch. Ja, nicht immer chaotisch, sondern ihr wollt ja eure Untervorlagen nicht mit den anderen vermischt wissen. Also, hier sind immer bestimmte Einstellungen gewählt, super. Aber ihr seht schon, dann kommt Initial, LCG hast du nicht gesehen. Bei mir ist es dann irgendwann, es kommt Perlentaucher. PT-Abkürzung, da finde ich dann alle. Also diese Bezeichnungsstruktur ist ganz wichtig, damit man sich da auch immer wieder zurechtfindet und nachher, wenn mal was verloren geht, das auch wieder dem richtigen Tab, nämlich hier oben, sprich Liste, zuordnen kann. Ja. Super, dann haben wir das Feld auch. Kleiner Tipp von mir noch, wenn man hier diese Buttons nicht mag, gibt es natürlich alles auch mit einem Rechtsklick in den Chart rein, mit der rechten Maustaste, Einstellungen und das ist mein Tummelfeld. Ja, ich mag Buttons einfach nicht so. Man hat einfach die Fülle der Sachen und das ist auch einfach besser beschrieben. Ne? Also hier unten sehe ich auch Chartgruppe, das muss ich mir merken. Ne? Aber hier sehe ich es ja nochmal, dass ich auch in der Chartgruppe bin und nicht bei Chartvorlagen. Also dieser Button, den wir eben hatten, ist der Chartgruppen-Button. Und ich habe hier nochmal die gleichen Funktionen. Ne? Das ist der List-Chart-Gruppen-Button. Wenn eine Frage ist, einfach noch reinhauen. Wir sind jetzt bei 18:46, wir haben nur 10 Minuten. Komme ich zu dem nächsten Button. Das ist das kleine, was ist das eigentlich? Ein Geodreieck, sage ich mal, Chart-Vorlage. Ne? Oh, da sind ein paar neue Motive drin, sieht ja ganz witzig aus. Die sind neu. Als Standard speichern, speichern unter. Das gleiche wie bei der List-Chart-Gruppe, bloß für den Chart. Wer nicht aufgepasst hat, wo ist denn der Unterschied zwischen List-Chart-Gruppe und Chart-Vorlage? Ganz kurz merken. Chart ist nur das, meine Maus, ne, hier runter, das ist ein Chart. Chart. Wir sind immer noch im Chart. Maus verfolgen, so, ja, bis zu dem Actionbar, also die Buttons hier sind alle mit drin, das ist eine Chartvorlage. Ne? Die kleinste Einheit der Speicherung, sage ich mal. List-Chart-Gruppe könnt ihr euch selber, ist ein wie ein zusammengesetztes Wort, könnt ihr euch am besten merken, List, ist also eine Liste hier links, die wird gespeichert. Chart, ja, der Chart wird auch gespeichert, logischerweise. Und wenn es mehrere Charts sind, ist es eine Gruppe. Das heißt, die darunter auch. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ne, diese drei Charts mit dieser Liste in Verbindung, das heißt, das sind in Verbindung, wird gespeichert.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Da könnt ihr das super gut machen, dass ihr eure Sicherungen durchführt und euer Layout letztendlich sichert. So, das haben wir auch. Wieso ist der jetzt da drüben? Bin ich einen weitergesprungen? Okay, kein Problem. Das ist dieselbe Funktion wie bei der List-Chart-Gruppe. Da habe ich den Einkaufswagen vergessen. Wir sind ja nicht bei irgendeinem Discounter, sondern der Einkaufswagen symbolisiert sogenannte Ordervorlagen. Also die nicht mit dem AT++, muss ja leider mit so einem Fachwörtern rum, ich sag mal mit dem vollautomatisierten oder halbautomatisierten Berechnung von Ordergröße, Stückzahl, das ist AT++-Funktion. Ja? Also wenn man das nicht möchte und sich trotzdem eine Vorlage der Order abspeichern muss, kann man die selbst erstellen. Ihr seht, habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar sieht man hier Perlentaucher Long Setup mit Stop Loss und einem Target, Stop Loss und zwei Targets, Stop Loss und drei Targets. Bin jetzt gerade nicht mit dem Konto verbunden. Ich mache mal das SIM-Konto ran, damit man das noch sehen kann. Verbinden SIM-Account. Mach mal den Chart hier groß. Und jetzt kaufe ich mal. Nee, soweit nicht. Eigentlich wollte ich einen Button machen. Limit. Und komme ich da so nicht rein. Ich habe den Button nicht drin. Lege ich den mal schnell rein. Und zwar, wenn man den Button haben will dafür, den kann man nämlich auch reinlegen. Und zwar, und zwar, und zwar. Entry Escort ist das nicht, sondern am Ende kommt dann noch so ein anderes Ding. Ordervorlagen, da ist er. So, da reinklicken. Zack, dieses da reinholen, Apply und okay. Dann habe ich hier dieses Vorlage-Tool drin, in diesem Action war, dann könnt ihr das da aufklicken und habt dann hier meine Vorlage mit den entsprechenden Verknüpfungen, die ich für mich brauche, drin. Ja, für mein Setup. Ja, es ist immer entscheidend, dass ich auch die entsprechenden Order-Verbindungen habe. Ich glaube, da haben wir auch schon ein Webinar gemacht zu den Order-Verbindungen. Kann ich natürlich auch dann hier drüber aufrufen, Einkaufswagen aufmachen und sagen, zack, ist es auch drin. Ja, je nachdem, was man mag. So, das ist Order-Vorlage. Ganz kurz mal für mich zur Information. Der Tobias hat noch eine Frage, da werde ich gleich drauf eingehen, aber schreibt doch bitte einfach mal rein, wer, also ein A für Andromeda oder ein M für Mercury-Version oder K für gar keiner GINA-Trader. Das würde mich mal interessieren, wer das hier benutzt. Andromeda sehe ich hier, liegt ganz weit vorne. Das ist sehr nett. Meistens sind das auch die Leute, die meistens die Vollversion haben. Hat ja auch wesentlich mehr Funktionen, logischerweise. Ja, ich sehe schon, Andromeda geht nach vorne. Ich habe noch keine Mercury. Wer bietet eine Mercury? Oder ist jemand bei, der gar keine Arjuna Trader hat? Das würde mich auch interessieren. Solange kann ich ja noch Tobias Frage, die er hat, kann ich mir als Zeichenobjekt horizontale Linien in ihren Farben und Eigenschaften anlegen? Geht das für Trendlinie erweitert auch? Das wäre mega. Du hast bestimmt, du meinst meine erweiterte Trendlinie, die ich in der Form hier in meinem Tool auch habe, die ich jetzt hier einfach ansetze mit einem Punkt und dann geht die nach rechts weiter und ich muss eigentlich nur klicken und die erweitert sich, was wir so für erhöhte Volumenbereiche und sowas verwenden in der Perlentaucheranalyse. Wenn das der Fall ist, dann kann ich dir das natürlich zeigen. Mal gucken, wie das am einfachsten geht. Zeichenwerkzeug, okay. Zeichenwerkzeug, Zeichenwerkzeug. Wo ist der Stift da oben? Da finde ich's. Ah, ich bin kein Button-Typ, aber da sind sie. So. Trendlinie nimmt man erstmal so mit hinein. Trendkanal. Schon lange nicht gemacht, weil ich habe ja mein Tool Trendlinie. Da habe ich auch verschiedene Einstellungen. Nehmen wir die ab Werk so. Dann zeichne ich die hier erstmal so ein, wie sie ab Werk ist. So. Und man sieht ja, wenn man mit der Maus drüber geht, dann gehen hier zwei Knubbel auf. Dann weiß ich, dass ich die markiert habe. Doppelt klicken. Ne? Doppelt geklickt ist super. Jetzt habe ich die Einstellungsmöglichkeiten. Ich nehme erstmal eine andere Farbe und sage mir, Blau ist so schön.
habe ja ein eigenes Blau vom Logo quasi. Die Breite ist ein bisschen dünn. Ich mache mal eine 3. Und jetzt kannst du dir sagen, ich möchte gerne erweitern, links lang oder rechts lang. Also für mich interessiert ja immer nur nach rechts, weil da bewegt sich der Kurs ja drin. Also klicke ich mal rechts an. So. Und dann, wenn du es gemacht hast, dann tut er den Gefallen, speichere das als Vorlage, gibst einen Namen ein und klickst auf die Diskette. Ne? Und dann hast du, so wie ich, hier verschiedene Vorlagen. That's it. So. Ne? Ich habe es jetzt nicht abgespeichert. Und wenn du das Ding abgespeichert hast und willst es hier so in so einen Button, in den Actionbar kriegen, dann sage ich ja immer hier, klicke auf Hammer und Sichel. Ich weiß, das ist keine Hammer und Sichel, aber es merkt sich besser. Oder Werkzeugkasten. Und geh auf Zeichen ins Zeichnungen. So. Siehst du, da sind bei mir schon alle drin. Dann blätterst du hier unten auf und suchst dir das Ding unten raus. Ja, was du jetzt bezeichnest, also steht da ein bisschen vermischt aus Englisch. Bei mir steht hier Trendlinie. Ich glaube, Unterstützung, Widerstand, ne? Und dann anklicken und dann hast du das da drin. Und dann brauchst du nur so klicken und das war's. Super, Tobias hat's verstanden, das freut mich, das ist nämlich unser Ziel. Wir haben noch 5 Minuten und dann sehe ich hier, dann will ich Feierabend machen. Das heißt, letzte Frage, Carsten fragt noch mehr. Die MT5 CFDs stehen bei mir auf Exchange Unknown. Würde mir gerne diese per Market Only auswählen, weil parallel die CFDs bei IB offen sind. Kennst du da eine Möglichkeit? Ja, du musst genau über diese verschiedenen Börsen bei der Einstellung gehen, ne? Du hast ja bei dieser Kontoeinstellungen, Kontoverbindungen, muss ich ja wieder alle trennen, so, da hast du ja die Möglichkeit, hier zuzuweisen, ne? Also wenn du sagst, ja, die Market-Only-Märkte machst du da auf. Und kannst hier diesen CFD letztendlich, rutsch mal runter, egal was du möchtest, endlich zuordnen. Hauptsache, es ist eine andere Zuordnung. Ja? Also die, wenn ihr zum Beispiel, ich glaube, es geht sogar mit irgendetwas, bis auf Börse, sollte irgendwas anderes sein. CFD 1, CFD 2, CFD 10, probier es mal damit aus. Also einfach eine andere Zuordnung dieser CFDs zu den anderen CFD von FX Flat zum Beispiel, mit dem MT5. Einfach einen anderen Namen vom Market vergeben. Jetzt nicht Börse Hannover oder so, das wäre jetzt blöd. Oder was haben wir hier unten noch? Wo war der? XCFD. Da unten. IB. Ja, zum Beispiel. Probier es damit. Also da einfach ein bisschen rumprobieren. Wichtig einfach nur Märkte anzuklicken und dann hier auszuwählen und den CFD, dem CFD FX Flat einen anderen Markt zuweisen. Das müsste funktionieren. Ja. So, okay. Dann, Nelson, du kannst mal sehen, wie schnell die Stunde hier vergeht. Ich dachte, ich bin heute in 40 Minuten durch, aber man sieht, Ja, Leute machen aber mit und schön, es macht. dass ja, genau, wollte ich gerade sagen, ist ja schön, dass das Interesse und die Aktivität da ist und macht ja für dich auch ein bisschen spannender. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir schon wieder rum. Wie gesagt, schickt mir gerne eure Fragen. Ich blende nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Freue mich immer über Kontakt. Leute, die auch Fragen zum Margina Trader haben, zu meiner Perlentaucher-Strategie. Ihr könnt auch ein kostenloses Informationsgespräch mit mir haben. Ich will euch nichts verkaufen. Ja, ich höre mir das gerne an, was ihr wollt. Und ich sage auch, Leute, das macht mit dem kleinen Konto des Perlentauchen vielleicht keinen Sinn. Also persönliches Gespräch geht immer vor. Und nutzt die Chance dieses Gespräches. Zum Beispiel, will ich mal kurz zeigen. Meine Homepage, die ist gerade im Umbau, wird ein bisschen neu gemacht. Da wird der Nelson jetzt wahrscheinlich gleich gucken. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe auch die neuen Links schon eingebaut. Da seid ihr. Ja, aber habe ich schon gesehen, tatsächlich schon. Ja, ich habe mich mal grafisch, also ich bin ja wirklich ein absolutes Multitalent, ja, von 0 auf 100. Ja, ich mache das alles selbst. Ja, also Homepage auch und alles. Sehr gut. One-Man-Show. Sehr gut. Und da könnt ihr gerne einfach mal, sage ich mal, bei mir anfragen, ist gar kein Problem. Und zwar haben wir natürlich immer die Anfragen auch am unteren Ende. Gratis Vorgespräch vereinbaren. Da machen wir einen Termin aus und dann unterhalten wir uns. Ich gucke mal auf euren Rechner, was ihr für ein Problem habt, wie man das lösen kann. Egal, ob Technik oder
in dem Fall Perlentaucherstrategie. Ne? Okay, von daher, Nelson. Super, dann bedanke ich mich. Auf jeden Fall war spannend. Den einen oder anderen Trick habe ich da auch mitgenommen heute. Und dann nochmal auch vielen Dank an alle Teilnehmer für die Fragen und dass sie auch bei dem schönen Wetter heute live Ja. dabei waren. Nächste Bitte. Webinar, weißt du es auswendig? Weiß ich tatsächlich, müsste ja schon fast nächste Woche sein oder in 2 Wochen, oder? Da sind wir ja mit Perlentauchen unterwegs. Das stimmt ja. Genau. Genau. Ansonsten kannst du mir gerade auf die Sprünge helfen, weil wie gesagt, ich habe den Laptop ge hier gewechselt und hier ist natürlich nichts vorbereitet. Ja, da siehst du doch. Und ich muss meine Akten rausnehmen. Ich habe nämlich meine Pinnwand aufgeräumt. Also so ist das. Du hast deine Auch ich. Ich habe wirklich, ich muss meine Pinnwand aufräumen, weil da sind so viele, stehen so viele Kunden drauf. Da Na, muss dann ich. sage ich doch einfach mal den 19.05. Was haust du jetzt einfach so raus? Du hast recht. Ich Habe habe ich auch gedacht. jetzt einfach 19. so. Mai. Einfach so Ja. mal beschlossen. Gestimmt. 19.05. sind wir wieder hier. Ich freue mich auf dich, auf Nelson und auf euch. Super, ich freue mich auch. Vielen Dank. Noch eine schöne Woche, erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.